Uff. Also. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser Folge, wo wir letztes Mal gestoppt sind. Weil mein Spiel gecrashed ist. Glaube ich, war diese Stelle. Ich fliege da jetzt rüber, wo die anderen schon alle längst hin sind. Und mal gucken. Ja, ich komme ja schon. Alter, diese Stresser. Nicht in den Abgrund. Oh, ich dachte gerade schon. Ernsthaft, ich werde zum Missionsgebiet geschickt. Bin doch schon da. Da. So. Hello, Bitches. Headshot. So, jetzt durch hier. Ja, so viel dazu. Aua. Hot Dog. Scheiß drauf. Ja, was willst du machen? Ich habe auch ein Schild. Ja, easy. That's how it works, boy. Da geht an die Luft. Wie ein Stück Scheiße. Oh. Hinter uns. Da oben also. Jetzt hier rüber und jetzt da hinten. Wir sind auf dem richtigen Kurs. Hier rein. Sieht cool aus, nehme ich mit. Let's do this. Will mal Waffe wechseln. Ich zermörse euch jetzt einfach. Die habe ich erstmal angezündet. Sorry about that. Let's blow him up. Na, bis ich ihn anlegen. Boi. Ja, so funktioniert es. Sentinels sind unterwegs. Schön, dass du es geschafft hast.
Okay, was ist damit der Eier? Was? Easy. So, mal gucken, wie es dem Sound so geht. Nicht, dass der schon wieder drauf scheißt, was ich hier mache. Und dann würde ich damit sagen, wäre es eigentlich mit dieser Doppelfolge, doppeldingsige Folge. Vermutlich. Ja. Nee. Ich werde sie vermutlich als einzelne Folge hochladen und jetzt einfach noch ein bisschen mehr aufnehmen. Ohne Intro, aber dann am Anfang. Ja. Sweet. Dem Sweet EP Bonus. Hoho. Maximale Magazin. Nee. Fort Tarsis. Hatten wir hier die Option, da zu Fort Tarsis zu gehen? So viel dazu. So, wir müssen mit Jero reden. Joa. Der sieht immer so awesome aus. Look at this dude. Okay, aber wie gerade eben schon gesagt, müssen wir mit Jero reden. Wo ist der denn? Der ist doch unten. Habt ihr irgendwas geredet? Du darfst den neuen Freelancer nicht vertrauen. Ah. Warum nicht? Ich setze auf die Sentinels. Ich finde es gut, dass sie zurückkommen wollen. Die Freelancer sind nicht ohne Grund ausgestorben. Sie haben sich geopfert, um andere zu retten. Und was hat es ihnen gebracht? Wer von euch ist die Bitch? Bist du die Nette? Bist du die Bitch? Ich weiß, dass ihr ja die Masken auf habt, aber ich werde es rausfinden. Die Pfade sind nicht mehr sicher. Sie sollen Freelancer anheuern. Besser die als wir. Nicht so laut. Nehm ich nicht an, könnt mich mal am Arsch lecken. So, dann lernen. Monatliche, wöchentliche. Was ist heute los mit der täglichen? Was habe ich jetzt nicht lesen können? Heldentat. Oho. Okay. Vermutlich muss ich einfach ein bisschen freies Spiel für spielen. Ah, sehr gute Arbeit da draußen mit den Arkanisten. Die Leute möchten glauben, dass die Freelancer ihnen den Rücken frei halten. Nach Freimark war dieser Glaube erschüttert. Freut mich, dass ich helfen konnte. Wie geht es Freelancer Rife? Gut. Sie hat einen Wahnsinnskampf geliefert. Natürlich. Sie weiß, dass ich sauer wäre, von ihrer letzten Tat zu hören. Aber mein junger Freund, sie lebt. Das gibt eine verdammt gute Geschichte ab. Die Leute werden davon hören. Glaubst du, das wird hier etwas helfen? Oh ja. Also, Rife erholt sich in der Bar. Geh und red mit dir. Ich halte die Augen nach Aufträgen offen. Keine Angst. Ich wollte auch mit der anderen noch reden. Joa. Owen. Nee, nicht mit Owen. Wo sind die eine Sentinel hin? Geben Sie mir noch einen Tag, bitte. Die Zahlung ist heute fällig. War das nicht eindeutig? Das Geschäft läuft schlecht. Die Leute wollen nichts ausgeben. Dadurch habe ich auch nichts verdient. Wir haben dich beschützt. Was würde dir wohl ohne unseren Schutz widerfahren?
Alter, die haben alle irgendwelche Probleme in dieser kleinen City. Was auch immer, das ist eine Uhr. 3 Koroks-Flankenbrot. 2 Straffen Gazelk. 4 Flaschen Desinfektionsmittel und dann noch irgendwas anderes. So, lala. Aber bevor wir jetzt weiter rumirren, kritische Ziele. Heldentaten. Eieieiei. Nur der Barde. Prospero, Jani. Sehen in der Dunkelheit. Also wir gucken gleich mal hier rüben. Das sollte da sein. Können wir nicht rein? Aber wir kommen hier rein. So, und jetzt? Sind wir viel zu weit, weil diese Karte mich zum Narren hält. Und dieses Mal mega winzig ist, im Gegensatz zu den anderen. Na dann. Dann halt hier hoch. Da ist sie. Hi, Freelancer. Hallo. Sentinel. Schön, Sie wiederzusehen. Oder? Oder nicht? Ich habe nicht viel mit Freelancern zu tun. Okay. Oder irgendwem, der kein Sentinel ist. Hoffentlich bereuen Sie die Bekanntschaft mit einem von uns nicht. Das hoffe ich auch. Okay. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja. Naja. Diskret. Eigentlich habe ich keine Erlaubnis von meinem Vorgesetzten, sie anzuheuern. Aber bei einer Arkanistenbasis in der Nähe gibt es ungewöhnlich hohe Ska-Aktivität. Was es auch ist, wenn die Ska es in die Klauen bekommen, könnte es zur Gefahr werden. Richtig. Ich sehe mir das für Sie an. Gut. Also gut, dass Sie helfen, Freelancer. Ja, kein Problem. Okay. Also ich gehe da mal wieder in meinen Freelancer. Javelin. Ich gepiss mir den Sentinels nicht. Ich glaube, ich komme dazu etwas an. Gesellschaft. Die Sentinels. Staatsorgane, die im Frieden bewahren. Wir schützen das Königshaus von Bastion und alle Untertanen sind die Stärke meines Königshauses von Bastion. Okay, der Eid der Sentinels. Ah, Sentinel-Freelancer-Beziehungen. Ich bin froh, dass Sentinel und Freelancer zusammenarbeiten. Sentinel Brin hat ausgezeichneten Weitblick bewiesen, indem sie das hier anregte. Nicht Mauern machen uns stark, sondern Menschen. Je mehr wir an unserer Seite haben, ganz gleich, wem sie unterstehen, desto besser. Freelancer Yarrow. Und da ist nochmal das Dingens da. Oder geht es noch weiter? Ah. Sie sind diesmal gut organisiert. Innerhalb kurzer Zeit hatten sie unseren Namen und Berichte über den Ablauf aufgenommen. Wir waren alle wieder unterwegs. Sie waren vielleicht etwas kühl. Aber sie haben den Job erledigt und im Gegensatz zu den Freelancern machten sie sich dann nicht zum nächsten Job auf. Wissen Sie, Sentinels sind verlässlich. Hä? Okay. Also Sentinels werden so als die kühl
zwar kühlen, aber dafür definitiv effektiven Helfer eingestuft, die immer zur Stelle sind und da bleiben, wie der Dude hier. Du brauchst ja mal die Rüstung, um so lange stillzustehen, oder? Sag es. Gelingt dich nur so shit. Wer bist du? Kenn ich nicht. Fuck this. Bleib erstmal an irgendwelchen Randoms hängen. Wieder in den Anzug, Leute, schnitzeln. Und rein da. Ich könnte ein bisschen freies Spiel machen. Könnte ich. Müssen sie gucken, was da so abgeht. Aber eher nicht. So, aber dann würde ich mal sagen, war es das mit dieser Folge. Und wir starten dann die nächste Folge gleich mit einer coolen Mission. Also, vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr mehr Bock drauf habt. Und ciao.